miteinander. Wir haben gerade noch querweisen, ist Schweizerdeutsch okay oder lieber Hochdeutsch? Ich sehe keine Widersprache gegen Schweizerdeutsch, sagt auch nicht mehr was. Dann denke ich mal, das passt, sonst melden. Stellen Sie sich vor, Sie haben heute oben das Bedürfnis, nach dem Hacking Day auf Ihrer Bank ein Geschäft zu tätigen. Das Konto zu eröffnen, was auch immer. Sie gehen nach der Viertel von sechs heute oben, gehen Sie auf die Bank, ZKB, da vorne um eine Ecke, stehen da, nehmen das Lümmerli und warten, bis er an die Reihe kommt. Der Moment, wo er an die Reihe kommt, säckelt jemand in die Bank hinein, stellt sich vor euch her, geht an den Schalter und von da mit dieser Person, die hinter dem Schalter ist, das Gespräch führen. Über Gott und die Welt, über das Fußballspiel FCZ Luzern, was auch immer. Und tut die Frau versummen dort hinter dem Schalter. Irgendwann mal geht die Person wieder, dann kommt gleich der Nächste. Auch wieder, ihr wäret an der Reihe gewesen, sind davon ein bisschen hässig. Denkt euch, ja, was ist jetzt da los? Ihr werdet wieder versummt. Und das geht die ganze Zeit so, bis halb sieben ist und ihr aus dieser Bank rausgerührt werdet, ohne dass ihr euch ein Bankgeschäft tätigen könnt. Genau das ist das, was wir als DOS-Attacken verstehen im digitalen Bereich. Genau um das Thema geht es zum heutigen Vortrag. Herzlich willkommen zum Vortrag DDoS – ein unterschätztes Risiko. Ganz kurz über mich. Mein Name ist Christian Huber. Ich bin tätig bei der Auditron als Security-Ingenieur. Die Auditron ist im Bereich Security daheim. Wir beschäftigen uns mit Defend, Attack und Forensic. Und im Bereich Defend tun wir selbstverständlich auch DDoS-Lösungen bei unseren Kunden im Betrieb nehmen und betreiben. Ich habe vorher gewisse Sachen gemacht im Bereich Security auf Distributionsebene. Ich war dort zuständig für Herstellerzertifizierungen. Ich habe noch vorher bei einem Partner gearbeitet, also die Lösungen selber auch verbaut. Ich bin zuständig auch noch in der Area 41 bei DEFCON Switzerland, wo wir alle zwei jährlich eine Sicherheitskonferenz, die grösste Sicherheitskonferenz in der Schweiz, durchführen. Plus, privat bin ich noch im Verein Enigma Box tätig. Das ist ein Verein, der Verschlüsselungslösungen für Privatpersonen zur Verfügung stellt. Heutige Agenda. Wir werden darauf eingehen, was ist DDoS? Relativ basic, denke ich mal. Dann werden wir auf die Funktionsweise von so einer Attacke eingehen. Wir werden ein bisschen anschauen in Zahlen, was bedeutet das, was müssen wir uns so darunter vorstellen. Ich gehe ein bisschen darauf ein, wie kann man präventiv schon gewisse Massnahmen ergreifen, um DDoS-Attacken gar nicht erst zum Erfolg zu führen zu lassen. Und wir werden noch ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, wenn es zum Angriff kommt, was man da machen kann, wie man da etwas vorgehen in seinem Unternehmen. Und am Schluss natürlich noch Q&A. Ich bin gebeten worden, auch noch zu erwähnen, ihr habt vielleicht gesehen in der Einladung, das Honorar aus dem Referat wird gespendet von unserer Seite her. Ich bin gebeten worden, euch zu sagen, wodurch wir das Gedenken spenden. Wir haben uns hier entschieden, dass wir das Wikileaks werden zur Verfügung stellen. Weil wir sind der Meinung, es hat auch gerade ein bisschen in Bezug zu unserem Thema heute oben, was bei Wikileaks im Moment läuft. Das habt ihr sicher mitbekommen in den Medien mit dem Julian Assange, dass man dort einfach eine Person DOS-mässig versucht fertig zu machen, dass man dort eine Person versucht, so lange ins Käfig zu stecken, damit die sicher nie mehr aktiv werden und ihrem Tätigkeitsfeld kann nachgehen. Wegen dem das an dieser Stelle. Was ist DDoS? Wie sieht DDoS aus vielleicht zuerst einmal für euch? Ich denke, das kennen ihr alle, das ist nichts wahnsinnig weltbewegendes. DDoS für euch als Kunde von jemandem, der DDoS wird, sieht meistens ungefähr so aus, in irgendeiner Form. Das ist irgendeine Unavailability-Meldung, die ihr hier seht. Entweder sieht die etwas schöner aus oder etwas weniger schön. Heisst, de facto, ihr habt schlicht und einfach auf ein gewisses Webangebot, das im Moment unter einer DDoS-Attacke untersteht, habt ihr keinen Zugriff darauf. Das ist das Ziel von diesen Angreifer. Und wie machen die das? Auch hier wieder ein Bild, das ihr vielleicht auch schon mal in dieser Form gesehen habt. Das funktioniert so, dass wir irgendwelche Bots haben in der Mitte. Das sind meistens irgendwelche Computer oder irgendwelche IoT-Geräte, irgendwelche Drucker, irgendwelche Server, was auch immer, wo mit einer Malware versucht worden sind. Und die Malware, die wird missbraucht von einem Command-and-Control-Server, wo die Malware kann steuern auf dem Client unten, um ein gewisses Zielsystem angreifen. Das ist, ein bisschen vereinfacht gesagt, so wie das funktionieren tut. Wie gesagt, es können IoT-Geräte sein, sehr grosser Teil. Das war auch einer der Untertitel des heutigen Referats. IoT-Geräte sind natürlich sehr gut geeignet für DDoS-Attacken.
Im Gegensatz zu einem Computer läuft das IoT-Gerät 24 Stunden normalerweise. IoT-Geräte sind normalerweise relativ schlecht abgesichert und die sind meistens nicht so unter Beobachtung wie ein Computer. Wegen dem sehr gut geeignet, um solche Angriffe durchzuführen. Und wie gesagt, wir haben normalerweise einen Angreifer, der auf dem Command & Control Server seine Kommando hinterlegt. Wer will dich angreifen, mit welcher Attacke, wie lange? Die werden auf die Bot abgespissen und am Schluss landet der Traffic beim Zielsystem, das so soll attackiert werden. Was wird angegriffen? Das ist auch relativ einfach. Es werden versucht, jegliche Ressourcen irgendwie unter Druck zu setzen, sei das CPU-Power, sei das Disk-System, wo IO-mässig irgendwie versucht wird, an Anschlag zu bringen, sei das Memory-Tabellen, wo man versucht aufzufüllen, damit kein weiterer Zugriff möglich ist, sei das selbstverständlich auch eine Netzwerk-Connection, wo man da versucht, einfach zuzumüllen mit irgendwelchen Daten. Das ist eigentlich das, was nachher angegriffen wird. Und dann gehen wir noch darauf ein, wieso werden die Attacken ausgeführt? Ganz einfach, weil man es kann. Es ist möglich, wir haben technische Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das machen. Es gibt natürlich gewisse Motive, um gewisse Arten von Leuten anzugreifen. Das ist klar, temporäres Ausschalten von einem Mitbewerber. Da werden wir nachher noch ein bisschen darauf eingehen, wie lukrativ das sein kann. Erpressung ist immer ein Thema. Hey, zahl mir mal ein paar Bitcoins und dann höre ich auf, dich zu DDoSen. Terrorismus, politische Motive. Und eigentlich das absolut Wichtigste und vor allem das Motiv, das auch immer mehr Gewicht bekommt in der heutigen Zeit, ist das Letzte. Verschleierung von einem tiefgründigeren Angriff auf die Infrastruktur. Sehr oft werden DDoS-Attacken nur ausgeführt, damit ein Angriff, der hinten dran auf die Infrastruktur abzielt, also irgendein Eindringen, das man versucht, damit man das verschleiern kann, damit man so in ein System eindringen kann, ohne dass es gerade auffällt, weil halt einfach im Schatten von einer DDoS-Attacke das nicht auffällt, weil die Leute anders zu tun haben. Das ist etwas, wo man sich nicht davor verschließen darf. Das ist eigentlich heutzutage der Hauptteil, wo man dann auch im Nachhinein, wenn es ums Remediation geht, sollte ein gewisses Augenmerk drauflegen. Auswirkung für betroffene Ziele ist auch klar. Es geht darum, einen Haufen Geld. Eingeschränkte Verfügbarkeit von einem Online-Angebot kostet einen Haufen Geld, wenn ich nicht verfügbar bin. Behinderung von Geschäftsabläufen kostet einen Haufen Geld, wenn meine Leute nicht arbeiten können. Finanzielle Einbußen, es kostet einen Haufen Geld, wenn ich auf meinem Online-Angebot keine Werbung schalten kann. Reputationsschaden, wenn es öffentlich wird, dann ist das sehr heikel. Vor allem bei DDoS natürlich auch, wenn einer merkt, ein gewisser Online-Shop ist mal ein paar Stunden offline und ich gehe in dieser Zeit zu einem anderen einkaufen, dann komme ich vielleicht später nicht wieder zu diesem zurück, wo ich es ursprünglich eingekauft hätte. Und selbstverständlich auch rechtliche Konsequenzen, die einen Haufen Geld kosten. Vor allem, wenn es darum geht, dass ich eben SLAs habe, die ich mit Partnern definiert habe für irgendwelche Schnittstellen. Und diese Schnittstellen sind aufgrund von einem DDoS-Angriff nicht mehr verfügbar. Dann gibt es rechtliche Konsequenzen und es kostet auch einen Haufen Geld. Somit kommen wir zu der Funktionsweise von einer DDoS-Attacke. DDoS-Attacken funktionieren eigentlich auf drei verschiedene Arten. Also wir haben drei verschiedene Layer im ISO-OSI-Modell, die hier greifen. Der erste Layer ist der Layer 3, die sogenannte Vermittlungsschicht auf IP. Dort haben wir sogenannte Flood-Attacken, wir haben sogenannte Reflection-Attacken und wir haben Spoofing-Attacken. Die ganze Auflistung hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht mir wirklich darum, ein bisschen die wichtigsten Attacken und wie sie genau funktionieren aufzuzeigen. Flood-Attacken, relativ eine simple Geschichte. Man versucht einfach, zum Beispiel jetzt hier anhand vom Beispiel von ICMP, man versucht, möglichst viel Traffic an einen Ort herzuschicken und nachher so einfach die Leitung auf dem Zielsystem auszufüllen. Hier gemacht anhand von einem HR-Ping. Das ist ein Ping-Tool, das ich sehr gut parametrisieren kann, wo ich alle Mikrosekunden sehr einen grossen Ping-Befehl kann an ein gewisses Ziel schicken. Also rein mit diesen Parametern haben die Grössenordnung 20 Megabit auf einer Leitung. Wenn das ein paar machen, dann hat man doch schon ein recht grosses Volumen, das man hier erreichen tut, wenn die andere Seite nicht entsprechend abgesichert ist. Ich könnte jetzt sagen, das ist relativ basic. Natürlich ist das relativ basic, aber solche Attacken die werden nicht immer alleine abgeschickt, sondern was man auch beobachten muss, ist, dass wir eine steigende Anzahl haben von Mixed-Attacken. Also wir haben nicht nur Script-Kiddies, die jetzt mit dem HR-Ping angreifen, sondern wir haben eben einen Misch von verschiedenen Attacken und das macht unter dem Schluss, unter dem Strich, das Ganze gefährlich.
Attacken verwenden immer zwei Sachen, die sogenannte Amplification und Spoofing, damit auch eine Attacke erst recht wirkungsvoll werden kann. Amplification, da geht es um etwas ganz Einfaches. Ich als Angreifer versuche, einen möglichst kleinen Request zum Zielsystem abzuschicken, um das Zielsystem dazu zu bewegen, eine möglichst grosse Antwort in mir zu geben. Somit habe ich möglichst wenig gemacht und ich habe meine Leitung frei, um ihm wieder den nächsten und übernächsten Angriff zu schicken. Und das Zielsystem ist relativ gut beschäftigt. Wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen, wie das aussieht mit dem Amplification-Faktor auf verschiedenen Protokollen, dann werdet ihr sehen, dass das je nach Protokoll sehr unterschiedlich ist, was wir hier für Möglichkeiten haben. Also Amplification-Faktor ist immer das Verhältnis zwischen Sender und Rückmeldung, wo wir hier bekommen. Ihr seht, das sind hauptsächlich UDP-Protokolle, weil das natürlich nur dort sehr gut geht. Wir haben NetBIOS mit einem Faktor von 3,8, Name Resolution. Das Query schicken, kommt ein 3,8-fach grösseres Query zurück. Das ist noch nicht so wahnsinnig effizient. Wenn wir dann weiter schauen, dann sehen wir zum Beispiel bei NTP, dort hat es zeitweise etwas gegeben, das so da ausgesehen hat. NTP Monolist-Befehl. Mit diesem Befehl habe ich die Möglichkeit gehabt, im NTP-Server zu sagen, hey, schick mir doch mal eine ganze Statistik von allen Queryern, die dich in der letzten Zeit so angefragt haben und wie häufig dass die dich angefragt haben. Und dann hat der Server erstens mal müssen sich die ganze Statistik zusammenstellen und hat mir das nachher müssen schicken. Schlussendlich ein Faktor von über 500, den wir hier haben, mit der Rückmeldung, die wir so natürlich relativ schnell mal so einen Server zum Absturz bringen. Amplification ist aber etwas, das nur Spass macht, wenn ich auch Spoofing habe. Weil das Problem ist, wenn ich der Absender bin, dann kommt ja das grosse Datenpäckchen auch wieder zu mir zurück. Und das wollte ich ja nicht, weil ich möchte meine Leitung lieber frei behalten. Das heisst, ich schicke das Päckchen lieber an einen anderen Ort durch und dann kommt Spoofing zum Einsatz. Spoofing ist nichts anderes als Fälschen von Absenderadressen, um nachher den Server dazu zu bewegen, den Traffic nicht in mir zurückzuschicken, sondern eben irgendjemand anderem. Funktioniert das so, ich schicke irgendeinen Server, der halt eben so eine offene Lücke hat, schicke ich ein Päckchen mit der Quelladresse nicht von meinem System, sondern von einem Zielsystem, das ich gerne angreifen möchte. Destination ist der Server und ich suche mir dann irgendwie einen Request aus, wo die Amplification möglichst gross ist. Der Server verarbeitet das und schickt die Rückmeldung nicht in mir, sondern eben in diesem riesengroßen Zielsystem. Das heisst, ich bin erstens einmal verschleiert und zweitens einmal, ich habe nachher mit der Antwort nichts zu tun. Das geht tatsächlich, weil wir im Bereich TCP/IP halt relativ oft auch mit gefälschten IP illegalen Szenarien arbeiten und weil wir dort nicht die Möglichkeit haben, das in jedem Fall auch wirklich zu unterbinden, dass man mit gefälschten IPs arbeiten kann. Kommen wir zum Layer 4. Was haben wir hier für Angriffsarten? Wir haben hier die klassische Syn-Egg. Attacken, die immer wieder sehr gross auch medial das Thema sind. Wir haben sogenannte UDP-Floods und wir haben Fragmentation-Attacken. Um eine Syn-Egg-Flood-Attacke zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit dem TCP-Protokoll auseinandersetzen. Viele von euch kennen das vielleicht. TCP, das ist das Protokoll, wo ich immer eine garantierte Verbindung habe, sprich jeder Request, den ich schicke, muss mir der andere gegen bestätigen, dass er den bekommen hat. Und so kann ich als Sender garantiert feststellen, dass der andere den auch richtig verstanden hat und dass er auch das richtig bekommen hat. Das Ganze funktioniert TCP-IP-mässig mit so einem Three-Way-Handshake. Und genau der wird sich schlussendlich zunutze gemacht in diesem Angriff. Ein möglicher Angreifer, der geht her, schickt ein Päckchen, sagt, hey, liebes Zielsystem, ich möchte mit dir gerne eine Session etablieren. Das Zielsystem sagt, jawohl, ist gut, Syn-Egg, ich möchte mit dir auch eine Session aufbauen. Und anstatt dass jetzt der Angreifer das wieder gegenbestätigt und die Session auf Established wechselt und nachher auch entsprechend Daten können austauscht werden, kommt vom Angreifer einfach nicht mehr und dann macht die nächste Session auf. Und das macht er 100'000 Mal vielleicht. Und das Problem, das wir hier haben, ist auf dem Zielsystem. Das Zielsystem muss sich all die 100'000 Sessions merken, muss die in den Tabellen behalten und so können wir einen gewissen Überlaufen vom Zielsystem verursachen mit seinen Floods. Noch schlimmer sogar, nach einer gewissen Zeit merkt vielleicht das Zielsystem, hey, auf Session 1 hat man da noch nicht geantwortet und geht noch einmal fragen, hey, Session 1, will er davon ausgehen, ja, vielleicht hat es der Angreifer, vielleicht hat er das Päckchen gar nicht bekommen, das ich ihm zurückgeschickt habe, wegen dem kommt nicht mehr. Also, das heisst, das Zielsystem kann unter Umständen den Angriff sogar noch verstärken. UDP-Fragmentation ist auch etwas, das man sehr oft sieht in der Praxis. Da geht es
hauptsächlich um die MTU. Die maximale Paketgröße, die wir in jedem Netzwerk in irgendeiner Form antreffen. Auf Netzwerk, auf Ethernet ist es normalerweise 1500 Bit. Auf PPPoE ist es meistens 1492. Es gibt grössere, es gibt andere Netzwerke, die auch andere maximale Paketgrössen erlauben. Und das Problem ist ja, wenn ich eine Anfrage habe und ich gerne möchte, die irgendwo durch übermitteln und die ist grösser als die maximale Paketgröße, dann muss ich mein Päckchen ja in mehrere Päckchen fragmentieren. Und genau auf das zielt, auf diesen Mechanismus zielt die UDP-Fragmentation-Attacken ab. Weil das Zielsystem muss dann nachher die mehreren fragmentierten Päckchen wieder zusammensetzen, bevor er die ganze Anfrage auf dem Application-Layer weiter rauf wieder geben kann in die Applikation zum Verarbeiten. Und ein Angreifer, der sich dieser Attacke behändigt, der macht nichts anderes, als er schickt von einem fragmentierten Päckchen, wo aus drei Päckchen wird bestehen, vielleicht nur zwei. Das heisst, das Zielsystem wartet wiederum einfach mal, bis das dritte Päckchen kommt. Das heisst, er muss auch wieder einen Haufen Sachen im Cache behalten. Und auch hier wieder, wenn man das hunderttausende von Mal macht, dann haben wir auf dem Zielsystem ein entsprechendes Problem. Layer 5 bis 7. Dort haben wir einen ganzen Haufen Angriffe. Das ist wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt davon. Die bekanntesten sind HTTP-GET-POST. Das ist ganz einfach, wenn ich auf einem Webserver irgendeine Datei habe, die relativ gross ist, dann kann einer mit HTTP-GET-Requests die Datei 100.000 Mal anfordern, immer wieder, und so eine entsprechende Systemlast erzeugen. Dann gibt es die sogenannten Slow-and-Low-Attacken. Es gibt Attacken auf Protokoll, auf DNS und so weiter. Also da sind wirklich der Fantasie nur wenig Grenzen gesetzt. Wir gehen ganz kurz auf die Slow-and-Low-Attacken ein. Das ist nämlich etwas, das erst seit etwa 3-4 Jahren so richtig bekannt ist. Unter dem Namen von Slow Loris war das ein bisschen in den Medien. Dort geht es darum, dass ich auch wieder einen HTTP-Request stelle. Und anstatt, dass ich den in einem Schnutz stelle, stelle ich immer wieder einzelne Parameter. Also ich frage immer wieder einzelne Header ab und tue so den Server mit dem beschäftigen. Und wenn das auch wieder natürlich eine grosse Anzahl macht, haben wir das Problem, dass der Server irgendwann das Problem hat, die ganzen Statis sich zu merken. Das ist eine Attacke, da hat man sehr grosse Mühe, die zu erkennen, weil die kann sehr langsam kommen, sehr schleichend, kann die sich aufbauen. Und da hat man mit klassischen Systemen grosse Mühe, so etwas zu erkennen. Ein kleines Beispiel noch für Get-Post-Attack-Requests. Es hat so ein Hacker-Tool gegeben, für ScriptKit ist es relativ geeignet, das nennt sich Webloik. Mit dem konnte ich einen HTTP in Webserver angreifen, genau mit dieser Attacke GetPostRequest. Ich sehe hier, das ist das GUI von diesem Ding. Man konnte hier eine URL eingeben und los. Und dann hat er einfach mal genau die URL immer wieder aufgerufen, die ich dort oben eingegeben habe. Wenn wir jetzt das mal im Detail anschauen, dann kommen wir schon ein bisschen in die Mitigation rein. Wie so ein Request aussieht, dann seht ihr hier den Request auf der rechten Seite. Erstens einmal, das Tool ist relativ doof. Es verwendet immer wieder die gleichen Requests, also er tut nicht irgendwie variieren. Und zweitens einmal, wir haben einen Referrer drin, der immer der gleiche ist bei diesem Tool. Das heisst, wenn ich tätige Angriffe von diesem Tool beispielsweise auf meinem Webserver oben habe, habe ich die Möglichkeit, dass ich nur schon aufgrund von diesen Inhalten vom Header die Attacken aussortieren kann. Und ich kann sagen, ja, ich möchte jetzt die gerne redirecten. Irgendwo durch habe ich sie von meinem Webserver weg und nicht mehr auf meinem Webserver direkt getroffen. Was auch noch in die Layer 7 Attacken hineingeht, ist etwas, das auch immer mehr das Thema wird. Das sind die sogenannten SSL-TLS-Attacken. Wir haben heute 70% Grössenordnung, vielleicht sind es inzwischen auch schon mehr. Vor allem Traffic im Internet ist HTTPS und nicht mehr HTTP. Und dort haben wir ja einen Handshake, der muss gemacht werden, ein TLS-Handshake zwischen Client und Server. Und genau dieser Handshake, der hat eine Eigenschaft, dass auf dem Server mehr CPU-Cycles benötigt werden, um den Handshake zu vollziehen, als auf dem Client unten. Führt wiederum dazu, dass man natürlich genau diesen Handshake kann verwenden in einer DOS-Attacke, um eben den Server zum Absturz zu bringen. Da gibt es auch gewisse Tools, die das machen. Unter Kali, das sogenannte THC-SSL-DOS, wo dann einfach mal anfängt, solche Handshakes zu machen und so anfängt, den Server unter Last zu setzen. Jetzt haben wir ein bisschen Theorie gehabt, jetzt gehen wir ein bisschen in Zahlen rein. Was haben wir genau für Bedrohungen? Wie gross ist das Risiko weltweit, schweizweit? Da möchte ich euch schnell ein paar Sachen zeigen. Das Problem ist, um weltweit eine Übersicht zu bekommen,
ist es relativ schwierig, verlässliche Zahlen zu haben. Wir haben jenste Provider oder jenste Lösungen auf dem Markt, die sich mit DDoS beschäftigen. Jeder von denen macht irgendwelche Reports, irgendwelche jährlichen Reports, die ich anschauen könnte. Das Problem ist jedoch, jeder von denen sieht natürlich nur das, was auf seinem System aufpoppt. Wegen dem habe ich mich jetzt hier gehütet, davor euch irgendwelche Zahlen zu präsentieren. Es gibt so viel und so viel weltweit, das kann man schlicht und einfach nicht ganz sagen, nur schon aufgrund von dem. Der Report, den ihr hier seht, ist von Akamai. Das ist ein relativ grosser Cloud-DDoS-Provider. Was sie einfach feststellen, ist, dass das Angriffsvolumen jährlich wächst, und zwar sehr stark und überproportional wächst zum restlichen IT-Wachstum, nämlich um 273% im Jahr 2018. Und der stärkste Angriff ist tatsächlich, was sie verzeichnet haben, 1,7 Terabit pro Sekunde. Wenn man sich das überlegt, wenn ihr eine Internetleitung daheim hättet mit 1,7 Terabit, dann hättet ihr einen 4K-HD-Film mit bester Qualität, wo 6,5 Stunden geht, innerhalb von einer Sekunde abgeladen. Also das ist das Datenvolumen, das dort sekündlich auftritt in so einer Attacke, wo da gewisse Netze, gewisse Botnets herbringt. Was weiterhin spannend ist natürlich, was gibt es in der Praxis, wo sehen wir wirklich, was gibt es für Angriffe? Das ist auch wiederum eine Grafik von Akamai. Das könnt ihr euch selber schnell anschauen. Ihr seht hier, wir haben tatsächlich einen grossen Teil von diesen UDP-Fragmenten. Angriffe, die stattfinden. Wir haben Eckangriffe relativ viel. Was doch stark rückläufig ist, das ist hier das Dunkelblaue, das sind die NTP-Angriffe. Wir haben vorhin über den NTP-Amplification-Angriff geredet. Dort ist es so, wenn ihr heutzutage einen NTP-Server ins Internet herausstellt und ihr schützt den nicht gegen genau diesen Angriff, dann wird euch ein Provider noch schätzungsweise etwa einen halben Tag kommen und euch sagen, hey, du hast einen offenen NTP-Server im Internet raus, das solltest du vielleicht nicht machen. Also, da sind Provider auch einer gewissen Awareness unterzogen, wegen dem die Art von Angriff definitiv rückläufig. Eine letzte Folie zum globalen Thema ist vielleicht noch die, dass man ein bisschen sieht, wer leidet vor allem unter diesen Angriffen, wer wird hier attackiert. Die Grafik ist wiederum ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn ihr hier schaut, der grösste Teil, das sind Gaming-Server. Ein Grund, wieso dass die hier in diesem Bereich so weit oben sind, die Grafik kommt auch wiederum von Akamai. Und Akamai hostet halt sehr viele Gaming-Server. Von dem her ist das vielleicht nicht ganz repräsentativ. Aber wichtig ist auch, man sieht erstens mal, es ändert von Monat zu Monat. Und zweitens mal, es ist eigentlich fast jede Industrie irgendwo in irgendeinem Bereich betroffen. Selbst sobald man irgendwo Geld machen kann auf dem Internet, hat man auch mit solchen Sachen müssen zu rechnen. Spannender ist vielleicht die Situation in der Schweiz. Das ist vielleicht ein bisschen greifbarer für gewisse von euch. Wir haben hier ganz aktuelle Zahlen aus dem April 2019. Die Zahlen sind von Arbor NetScout. Das ist eine DDoS-Lösung, die in den meisten Provider zum Einsatz kommt. Wegen dem habe ich persönlich das Gefühl, Arbor NetScout hat etwa den besten Überblick, was in der Schweiz in so Attacken läuft. Ihr seht selber, es sind insgesamt 3.800 Attacken, die Arbor hier hat feststellen konnte. Und das Wichtige ist eigentlich, das ist die Dauer von einer Attacke. Wie lange ist das gegangen? Wie lange hat hier jemand wirklich geschossen auf einen Server? Das ist noch spannend, weil das ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was wir weltweit haben. 49% von allen Attacken sind weniger lang als 10 Minuten gegangen. Das wird später wichtig bei der Abwehr. Weil bei der Abwehr, wenn eine Attacke, wenn ich einen Mitigation Time habe, den mir ein Provider zur Verfügung stellt, das heisst, er braucht mehr als 10 Minuten zum Beispiel, um eine Attacke überhaupt abwehren, damit er überhaupt aktiv wird, dann habe ich bei 49% von allen Attacken schon ein Problem. Zweiter Teil der Zahlen, wir haben hier etwas vom Angriffsvolumen. Da seht ihr, es ist doch, in der Schweiz haben wir mit etwas weniger hohen Angriffsvolumen zu kämpfen als global. Wir sehen auch die Top-Quellenländer. Also woher kommen die Bots, die uns hier angreifen? Das ist auch sehr spannend. Und was hier eigentlich wichtig ist, ist, dass die Schweiz auf Platz 2 ist. Also das sind nicht irgendwelche IPs von Russland oder China oder ich weiß auch nicht was, wo man kann sagen, die blocken wir jetzt einfach mal über Geo-IP, sondern es sind sehr häufig auch Schweizer IPs, die hier an solchen Angriffen beteiligt sind. Ein paar Beispiele noch aus dem 2017. Das war das Jahr, wo sehr viele DDoS-Attacken auch medial sehr präsent waren in der Schweiz. Gegen SBB, gegen Digitec, gegen Interdiscount. Das waren vor allem Attacken, wo es um Geld gegangen ist, wo man sie erpresst hat. Inzwischen hört man in der Schweiz nicht mehr so viel von DDoS-Attacken, nicht mehr jeden Tag in den Medien. Das hat wahrscheinlich eben auch damit zu tun, dass die Anbieter von solchen Lösungen inzwischen sich dem Problem bewusst sind und hier gewisse Abwehrmechanismen getroffen haben. Unser Research-Team von der Auditron hat sich dann einmal Zeit genommen und hat einmal versucht, selber herauszufinden, wie einfach dass man so ein Botnetz instrumentalisieren kann, wie einfach dass man so etwas machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Angebot,
die man im Internet findet. Also für das muss man nicht ins Darknet. Für das zu finden, braucht es genau eine einzige Suche auf Google. Da findet man so einen Anbieter, der einem so ein Botnetz zur Verfügung stellt. Und wir haben mal geschaut, was man mit so einem Botnetz genau anfangen kann. Also ihr seht, das ist eine relativ professionelle Oberfläche, wo man sich einen Account machen kann, wo man sich einloggen kann. Und da kann man verschiedene Päckchen kaufen. Die Päckchen, die sind meistens limitiert. Erstens mal natürlich auf die Zeit, wo ich so ein Päckchen nutzen kann. Zweitens auf Attacken pro Tag, die ich ausführen kann, auf die Attackenzeit und vor allem auch auf die Attack Power. Also wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, ein Botnetz zu mieten mit 60 GB Durchsatz, dann kostet mich das im Monat 379 Franken. Das absolute Premium-Päckchen, das wir gefunden haben auf dieser Webseite, ist das hier hinten. Für zwei Tage ein Botnetz von 225 GB, das kostet doch schon ein bisschen mehr, aber ist immer noch eine relativ günstige Geschichte. Man kann sich das mal anschauen. Das ist wirklich etwas, das kann jeder bedienen. Das ist nicht wahnsinnig komplex. Man geht her, sagt, ich will gerne neue Attacken fahren. Man sagt, ja, was will ich für eine Attacke? Layer 4, 7, was auch immer. Ich kann hier unten eine von denen aussuchen. Sagt hier einen, das ist jetzt ausgeräumt. Wodurch soll die Attacke gehen? Wie lange soll sie dauern? Und hoppla. Wir haben uns dann mal genauer angeschaut. Versprechen können sie ja viel, oder? 225 GB. Die Frage ist jetzt, halten sie es auch? Das haben wir gedacht, das möchten wir auch mal gerne wissen. Wir sind hergegangen. Der Vorteil an diesem Botnetz war, die haben sogar eine Trial-Version, die man brauchen kann, kostenlos. Das heisst, man muss denen nicht einmal Geld überweisen. Sie sind hier relativ professionell. Wir haben das gemacht. Trial-Version hier ist ganz einfach. Man kann einfach ein Gigabit eine Attacke lang 5 Minuten auf ein Ziel richten. Das ist noch angenehm, weil ja, das Gigabit haben wir noch gerade knapp. Wenn sie den mehr hätten, hätten wir auch ein Problem gehabt. Wir haben das mal gemacht und geschaut, was hier zurückkommt. Und das wäre dann die Auswertung davon. Das Gigabit haben sie versprochen. Gekommen ist irgendetwas um die 120 Megabit. Also etwa ein Zehntel, 12% Grössenordnung. Das war nicht ganz das, was sie versprochen haben. Wir haben insgesamt 8.500 Clients, die an diesem Angriff beteiligt waren. Wir haben das noch etwas aufgeschlüsselt auf die einzelnen Länder. Und ihr seht, was wir hier für hauptsächliche Übeltäter hinten dran haben. Die Schweiz auf Rang 33 insgesamt mit 55 Botnetz-Clients. Wenn wir in der Schweiz sind, haben wir die dann noch etwas genauer angeschaut. Und spannend war doch, das sind nicht irgendwelche Privat-Internet-Anschlüsse mit dynamischen IPs oder sonst irgendetwas, sondern es waren alle statische IP-Adressen, die hier an diesem DOS-Angriff beteiligt waren. Also folglich sind das wahrscheinlich nicht irgendwelche IoT-Botnetz, die hier verwendet werden, sondern halt wirklich Geräte, die auf einer Malware, auf einem PC sich eingefangen haben und so sich an diesem Botnetz beteiligt. Hoher Anteil von IP-Adressen aus der Westschweiz, kann Zufall sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das heisst, das ist etwas, gegen das müssen wir uns schützen heutzutage, weil das ist etwas, das kann jeder innerhalb von 5 Minuten. Und ich könnte euch jetzt ausrechnen, jetzt haben wir herausgefunden, das sind etwa 10% Leistungsfähigkeit von dem, was sie versprechen, aber von 225 GB 10% ist immer noch 25 Gigabit. Das heisst, das ist immer noch ein Angriff, den wir irgendwie bewältigen müssen. Wichtig erstens mal noch, wie erkennen wir so einen Angriff? Das ist relativ trivial, da hat er nicht viel Zeit verloren. Wir brauchen das Monitoring. Wir müssen einen Normalzustand für unsere Applikation, den Normalzustand für unser Netz, den müssen wir kennen. Und erst dann haben wir die Möglichkeit, einen Zustand, der von dem Normalzustand abweicht, auch zu erkennen. Können wir machen mit Monitoring, können wir machen mit Protokollen wie NetFlow, SNMP, Syslog, was auch immer. Das sind alles Sachen, die uns hier unterstützen, damit wir zuerst einmal den Normalzustand kennen und dann eben auch Anomalien können erkennen. Es gibt selbstverständlich Tools, die uns da dabei unterstützen in automatisierter Form. Das sind dann eben die sogenannten DDoS-Appliances oder die ganzen Cloud-Lösungen. Da gibt es verschiedenste, ich habe da mal ein paar aufgeführt. Es gibt Software-Lösungen, Fastmon und Vanguard ist eine davon. Es gibt Hardware-Lösungen, eben auch als Appliance. Und es gibt selbstverständlich auch die ganzen Cloud-Lösungen, wo wir das Problem in der Cloud lösen. Und die erkennen nicht zum einen und können selbstverständlich auch gerade mitigieren. Da schauen wir jetzt gerade noch rein, was die genau machen. DDoS-Prävention. Was könnt ihr machen, um einen allfälligen DDoS-Angriff in eurem Netz, auf eurer Applikation zu unterbinden? DDoS-Prävention ist eigentlich immer ein mehrschichtiges Verfahren. Wir haben zum einen Möglichkeiten, bereits im Internet draussen etwas abzuwehren. Wir haben Möglichkeiten, bei unserem ISP gewisse Sachen abzuwehren. Wir haben die Möglichkeit bei unserem eigenen Perimeter. Wobei, dort muss man ganz klar sagen, wenn etwas schon bei mir am Perimeter ist, dann habe ich unter Umständen schon ein Problem, weil dann kann man schon die Leitung füllen. Also das heisst, je weiter vorne, dass ich etwas abwehren kann, ist eigentlich immer desto besser.
Wir haben die Möglichkeit, in unserem Netzwerk etwas abzuwehren. Und wir haben dann natürlich auch noch die Möglichkeit, auf dem Zielserver schlussendlich etwas abzuwehren. Und auf all diesen Layer gibt es gewisse Massnahmen, die wir treffen können. Im Internet, wenn wir zu unterstehen, gibt es die Möglichkeit, dass wir mit Anycast arbeiten können. Heisst, das Problem ist, wie gesagt, wir haben 25 Gigabit. Ich brauche eine relativ grobe Infrastruktur, um einen DDoS-Angriff von 25 Gigabit in irgendeiner Form abwehren. Das heisst, wir fangen an, das Problem bereits im Internet draussen aufzusplitten. Indem wir den Traffic verteilen. Ein Client von China, der kommt nicht zu mir auf London oder Amsterdam auf einen Server, sondern der wird zuerst einmal in China auf einen Server geleitet in Shanghai. Und somit haben wir pro Standort viel geringere Volumen, das wir dann eben schlussendlich auch handeln können. So eine Anycast-Infrastruktur stellt euch die Cloud DDoS Protection Provider zur Verfügung. Das funktioniert meistens entweder mit BGP oder mit DNS, also Cloudflare, Akamai und so weiter. Die arbeiten meistens mit DNS und verteilen das DNS-mässig. Da gibt es die Möglichkeit, dass ihr das von denen könnt beziehen könnt, entweder als Always-On oder eben als On-Demand, wenn der nur der Angriff ist, dass man es den umschaltet. Und die Provider, die schützen euch relativ gut vor allen Arten von Angriffen. Layer 3, Layer 4, Layer 7, das ist eigentlich in diesen Provider alles relativ gut abdeckt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Risiken, die ihr euch da bewusst sein müsst. Das ist der Grund, warum das nicht alle sich auf so etwas verlassen. Ist klar, es muss ein Vertrauensverhältnis zu so einem Provider bestehen. Ihr müsst heutzutage SSL-Zertifikat dem Provider zur Verfügung stellen, damit er die weltweit auf all diesen Punkten implementieren kann. Das heisst, ihr müsst euch SSL Private Keys haben, wenn ihr HTTPS wollt, über den Service zur Verfügung stellen. Ihr müsst euch die DNS-Zone dem zur Verfügung stellen, dass er die für euch pflegen kann. Und der Provider weiss quasi Bescheid über alles, was auf eurem Service oben läuft. Also der weiss, wer greift auf euch zu, der weiss, wie lange ist er bei euch, der weiss, was macht er bei euch. Also der kennt eure Kunden eigentlich noch mindestens so gut wie ihr selber. Und ganz wichtig, ihr habt ja meistens dann irgendwo einen lokalen Server, den er nur noch verbreitet. Der muss selbstverständlich confidential bleiben. Das ist gar nicht so einfach, weil sehr oft habe ich aus irgendwie früherer Zeit, weiss man noch, wo das der Server genau steht. Oder ich habe einen MX-Record, der noch auf meinen alten Server zeigt. Und somit muss man wirklich sicherstellen, dass jemand einem nicht angreifen kann auf diesem Weg, dass der Server halt nicht bekannt ist im Internet, dass der nicht wieder angegriffen werden kann. Was die DDoS-Provider auch machen, das ist auch eine Defense-Technik auf Layer 7, um eben gewisse Angriffe abwehren. Es machen nicht nur die DDoS-Provider im Internet, in der Cloud, aber sie machen es hauptsächlich und sie machen es eben auch relativ gut. Das ist das sogenannte Client-Puzzle, the Proof of Work. Dort geht es darum, mit dem kann ich Angriffe abwehren, wie die Get- und Post-Attacken, die wir vorhin gesagt haben, dass einfach jemand 100.000 Mal das gleiche File auf meinem Server requesten. Dort tut nämlich der Webserver oder eben der DDoS-Schutz bereits, bevor er überhaupt im Anfragen Zugriff geht auf die Datei, ihm mal ein gewisses Stückchen Arbeit überreichen in Form von einem JavaScript, wo er ein Problem lösen in dem JavaScript und im Server eine Rückmeldung geben. Und erst dann stellt er ihm die Datei zur Verfügung. Das hilft sehr gut, weil bei DDoS-Attacken sind die Clients, die das versuchen zu requesten, meistens gar nicht JavaScript-fähig. Das heisst, die haben gar keine Möglichkeit, die Datei runterzuladen. Und wenn es doch mal so gelingen, dann hat zumindest der andere auch noch ein bisschen Arbeit gehabt, bevor er etwas runterladen kann. Die zweite Möglichkeit, um auch solche Attacken zu mitigieren, das sind die sogenannten Internet Captures. Hat sich jeder von euch sich schon mal darüber aufgeregt, dass die manchmal fast nicht lösbar sind. Das ist genau das Gleiche. Einfach tue ich dort anstatt den Browser, tue ich den User hinten dran verifizieren. Ihr müsst das Problem lösen. Und nur wenn ihr das Problem gelöst habt, und manchmal ist es auch unlösbar, das ist so, dann kommt ihr auf einen gewissen Inhalt, auf eine Suchfunktion zum Beispiel, die eben relativ viele Ressourcen braucht und wegen dem speziell muss geschützt werden. Wir kommen jetzt auf einen Layer ISP, weil auch dort gibt es gewisse Schutzmassnahmen, die getroffen werden können, mit dem ISP zusammen, um so DDoS-Attacken zu minimieren. Das ist je nach ISP sind die Kapazitäten sehr unterschiedlich. Es gibt gewisse ISPs, die DDoS als Service zur Verfügung stellen und so euch teilweise schützen. Aber auch unabhängig von dieser DDoS-Lösung hat der ISP gewisse Möglichkeiten, dass er euch schützen kann. Beispielsweise, wenn ihr einen Service betreibt, der nur auf HTTPS
muss verfügbar sein, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass ihr überhaupt UDP-Traffic zu euch hinterher überkommt. Heisst, ihr könnt euch einen ISP betten, dass er sogenannte Transit-ACL macht, die er bereits bei sich im Backpoint etablieren wo einfach sämtliche UDP-Traffic bereits auf ISP-Ebene schon gar nicht erst auf eure Ebene hinterher lässt. Das ist klar, das ist ein bisschen abhängig davon, ob der ISP das will oder macht, aber es gibt Tätig, die machen es. Der ISP kann euch helfen, wenn ihr wirklich stark unter Beschuss sind, dass er euch blackholen kann, im Sinne von der lässt euch nachher einfach, also er tut euch einfach abhängen vom Internet quasi und so die Attacken ins Leere laufen. Ihr seid zwar nicht mehr verfügbar, aber eure Systeme sind immerhin noch geschützt. Bei DDoS als Service gibt es, wie gesagt, ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss. Das ist die ganze SLAN, Time to Mitigate. Das haben wir gehabt, das ist die Geschichte mit diesen 10 Minuten und alle Angriffe, die drunter sind. Wenn der ISP 10 Minuten braucht, bis er mal reagiert, dann haben wir dort schon ein bisschen einen Gap, wo wir nicht geschützt sind. Leistungsumfang ist sehr unterschiedlich. Es gibt ISP, die tun nur monitoren und alerten. Und dann gibt es andere ISPs, die tun euch auch wieder schützen. Die tun den Traffic umleiten und tun ein sogenanntes Scrubbing Center durchlassen, wo der Traffic gewaschen wird, bevor er zu euch auf den Anschluss kommt. Und oftmals schützen die ISPs nicht vor Layer 7 Attacken. Auf dem Perimeter, nächste Layer, dort haben wir selbstverständlich die Möglichkeit, eine sogenannte On-Premise-DDoS-Lösung zu installieren. Die sind meistens sehr kostenintensiv, haben aber den Vorteil, dass ich sehr viele Attacken, die ich frisch auf verschiedenen Layern machen muss, auf einem Gerät oben, also nicht Attacken, sondern natürlich den Schutz vor den Attacken, dass ich das auf einem Gerät oben machen kann. Weiterer Vorteil von so Appliances sind, dass die ein sogenanntes Cloud Signaling etablieren können. Heisst, wenn die Appliance 60-70% oder 80% von einem möglichen Traffic erreicht hat, hat sie die Möglichkeit, dass sie einem DDoS-Provider in der Cloud oben sagen kann, hey, sorry, jetzt müssen wir mal den Traffic umleiten, bitte mach. Und so haben wir auch eine gewisse automatisierte Mitigation von einem DDoS-Request. Auf dem Perimeter haben wir selbstverständlich auch die Möglichkeit, das Horizontalsplitting vom Traffic zu machen, in Form von Routing, dass wir einen Router vorher tun, der den Traffic verteilt, dass ich hinten dran weitere Load-Balancer platzieren kann, dass ich hinten dran weitere Firewalls und Webserver platzieren kann. Und ich habe natürlich auf Perimeter-Ebene auch gewisse Firewall-Einstellungen, die ich vornehmen kann. Maximale Anzahl Sessions pro IP-Adresse. Es gibt gewisse QoS-Geschichten, die man dort etablieren kann, um hier einen gewissen Schutz vorzunehmen, wenn man eben keine DDoS-Appliance hat und das für einen vornimmt. Geoblocking, weitere Möglichkeiten. Wir können Tor-Nodes blockieren, dass die schon gar nicht erst auf unser Angebot kommen. Das sind alles so Möglichkeiten, die wir auf Seitenperimeter zur Verfügung haben. Im Netzwerk, auch hier, haben wir sehr viele Themen, die wir angehen können. Es klingt relativ banal. Aber es hilft tatsächlich, wenn ihr einen 10 Gigabit-Schlauch habt und vorher einen 1 Gigabit-Schlauch gehabt habt, um das Ganze mitigieren. Also sehr viele Angriffe laufen in Lernen. Ihr habt ja gesehen vorhin, wie die Verteilung ist, wenn man so einen DDoS-Attacken daherkommt. Führt natürlich auch dazu, dass sämtliche anderen Geräte, die noch innerhalb dieser Linie sind, dementsprechend seisen müssen. Das ist absolut klar. Auch hier haben wir wieder das horizontale Splitting von Traffic. Da geht es darum, dass man mit einem Load Balancer verteilen kann. Und hier haben wir die Möglichkeit, dass wir IPS-Sensoren einschalten können. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Caching-Server einschalten können. Hilft vor allem eben bei so Attacken, wo einer das gleiche File immer wieder anfragt. Dann muss das nicht mehr immer der Webserver hinten dran beantworten, sondern wir haben einen Cache vorne dran, der uns hilft, der Lasten wegnimmt von vorne. Und ja, Load Balancer, die hier zum Einsatz gehen können. Auf dem Webserver gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt das anhand von Apache 2 einmal gemacht und geschaut, was hat man da. Also wenn der Traffic auf einem Webserver schon drauf ist, wenn es hinten ist, dann haben wir eigentlich grundsätzlich schon mal ein Problem. Aber nichtsdestotrotz haben wir dort auch noch ein paar Möglichkeiten. Wir haben natürlich auf einer HT-Access-Ebene die Möglichkeit, dass wir dort gewisse User-Agents blockieren können. Eben im Fall von dem Webloik, der kommt das Ganze mit einem spezifischen User-Agent daher, können wir da mitigieren, können sagen, den wollen wir redirecten, den wollen wir nicht haben. Wir können Directory schützen mit dem, selbstverständlich. Da gibt es Smooth Evasive, das ist so eine Art DDoS-Kontrolle auf Apache 2-Ebene. Dort kann ich auch gewisse Limits hinterlegen, Requests pro Zeit, Requests pro IP, was auch immer. Wir haben hier ganz viele Möglichkeiten. Plus natürlich Fail to Ban, das ist ein Log-Daemon, den ich auf das Apache-Log zeigen kann. Und sobald er in dem Apache-Log gewisse verdächtige Sachen feststellen tut, tut er in IP-Tables die Anweisung geben, dass die entsprechenden Clients geblockt werden sollen. Das ist etwas, was sonst eher im SSH-Bereich zum Einsatz kommt, kann man aber auch hier verwenden. Wir haben auf dem Webserver jetzt den Webserver angeschaut. Jetzt haben wir selbstverständlich noch eine Applikation, die auf dem Webserver oben läuft.
Dort geht es darum, dass man das Attacker-Surface so weit wie möglich minimieren müssen. Grosse Dateien sollten nicht heruntergeladen werden können, ohne eine vorherige Authentifizierung. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Da kann ich mir das mit den Captchas auch sparen. Suchanfragen sollte man in irgendeiner Form zeitlich limitieren. Es macht keinen Sinn, dass irgendjemand 50 oder 100 Suchanfragen pro Sekunde tätigen kann. Das tut mir die Datenbank massiv belasten hinten dran. Das heisst, ich sollte meine Applikation so programmieren, dass dort ein gewisses Limit drum ist. Und selbstverständlich sollten wir das auch in regelmäßiger Form testen. Jetzt sind wir am Ende der Killchain. Wir haben aber immer noch unsere Organisation, die auch noch sollte auf so einen DDoS-Angriff vorbereitet werden, als Vorbereitung. Selbstverständlich müssen Prozesse dokumentiert werden, müssen Ablauf festlegen, was machen wir, wenn, unter welchen Bedingungen tun wir unser System in welcher Form einschränken. Sobald wir anfangen, zum Beispiel mit GeoIP, IP-Adressen blockieren, tun wir natürlich auch einen bestimmten Teil von unseren Kunden aussperren. Wollen wir das nicht, dann braucht es eine Entscheidung. Das ist nicht nur eine technische. Und es macht Sinn, wenn man das nicht am oben am 11, wenn es erstmal ein Angriff kommt, muss entscheiden, sondern wenn man das vorgängig entscheidet, was sind genau gangbare Einschränkungen von meiner Applikation, was nehme ich in Kauf. Es werden auch Zuständigkeiten festgelegt und danach selbstverständlich auch die Massnahmen. Sammeln von Erfahrungen mit den Tools, ganz wichtig, wenn ihr so ein Tool das erste Mal anlängt, wenn es wirklich toucht, dann ist meistens spät, dann ist man im Stress, das ist nicht so cool. Plus natürlich auch irgendeiner Form Bereitschaftsdienst, der dann auch die Möglichkeit hat, zu reagieren. Der Bereitschaftsdienst, der muss nicht immer ein absoluter DOS-Experte sein oder DDoS-Experte sein. Die Tools, die helfen euch, dass solche Sachen auch können, solche Massnahmen, wirkungsvolle Massnahmen auch können getroffen werden von einem einfaches Sysadmin in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist die Oberfläche von einem Produkt, das wir vertreiben. Das ist ein Einblick in der Policy von so einer DOS-Appliance. Und ihr seht, in jeder Policy, die ihr habt, haben die drei Status, grün, gelb und rot, wo ich die Requests unterschiedlich festlegen kann, wo ich genau sagen kann, in welchem Status soll welche Limiten gelten. Und wenn jetzt am oben am 11 einmal etwas passiert und es muss ein einfacher Sysadmin muss da mitigieren, dann hat er einfach die Möglichkeit, dass er sich auf dem Gerät einloggen kann und dort kann den Status von grün auf gelb schalten, zum Beispiel, um dann eben stärkere, strengere Limiten zu gelten lassen auf dieser Umgebung. Was machen wir, nachdem wir jetzt super vorbereitet sind, nachdem wir das alles durchgemacht haben, alle Ebenen in irgendeiner Form optimiert haben? Was machen wir jetzt, wenn es zum Angriff kommt? Ganz wichtig, don't panic. Ihr habt es im Griff, ihr habt den Prozess angepasst, ihr wisst eigentlich genau, was zu machen ist. Als erstes würde ich einmal feststellen, ist es überhaupt ein Angriff? Das ist nicht immer ganz so klar. Wir könnten jetzt hier darüber abstimmen. Wir sehen hier zwei Netzdiagramme, welches von beiden das einen Angriff darstellt und welches nicht. Es ist tatsächlich so, das untere, das ist ein Angriff, das obere, das ist kein Angriff. Das ist beispielsweise der Usage Graph von Ticket Corner, wenn nicht einmal der Vorverkauf startet, am Morgen um 8 Uhr und alle versuchen bei Ticket Corner etwas zu reservieren. Das kann auch der Graph sein, wenn der Roger Federer wieder einmal spielt und intern alle Mitarbeiter am Surfen sind. Also das heisst, man muss wirklich zuerst mal ganz genau verifizieren, ist es ein Angriff oder ist es einfach legitimer Traffic? Anschließend ist ja das offensichtlich eine Attacke, die wir nicht daran gedacht haben. Weil wenn wir im Vorfeld daran gedacht hätten, dann hätten wir sie gar nicht erst können, hätte die gar nicht erst können ihre Wirkung entfalten. Das heisst, wir müssen die Attacke verstehen, ganz wichtig. Wir müssen Logs lesen, wir müssen sie interpretieren, wir müssen das Access-Log zum Beispiel anschauen. Und wir können jetzt als erste Massnahme natürlich in dem Access-Login einmal schauen, welche sind unsere Top-Clients, die dort am meisten Unfug verursachen. Und die Clients, die blocken wir dann einmal. Ich bin nicht Fan von IPs blockieren. Wenn es um DDoS geht, das ist meistens relativ ineffizient auf lange Frist gesehen. Kurzfristig kann uns das aber sehr wohl etwas helfen. Gerade wenn es darum geht, eben gespoofte IPs, nach 5 Minuten kommt er einfach mit einer anderen gespooften IP, das ist eigentlich egal. Wegen dem, IP blockieren kann kurzfristig helfen, um mit Applikationen ein bisschen Luft zu geben, aber langfristig ist es definitiv keine Lösung. Langfristig muss man wirklich die Angriffe studieren. Man muss schauen, wo kommt der her, wie sieht der aus, was hat der für eine ganz spezielle Charakteristik. Und nachher hat man dann auch die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren. Hier ein kleines Beispiel, ich weiss, es ist ein bisschen klein. Wir haben hier auch wieder einen Angriff auf Layer 7, HTTP. Da hat man festgestellt, das ist ein legitimer Browser, der ganz normale Anfragen stellt, aber Hunderttausende von anderen Anfragen kommen eben mit einem ganz komischen User-Agent daher. Das heisst, man hat die Möglichkeit, auf einem Load Balancer, auf einer Web-Application-Firewall oder auf dem Server hinten genau diesen User-Agent zu blockieren, um eben den Angriff nicht mehr effektiv zu sein. Das sind die Reaktionen.
kurz zusammengeschafft. Wie gesagt, kurzfristig können wir IPs blockieren, hilft uns mal ein bisschen Luft zu geben. Wir können selbstverständlich auch gewisse Komponenten einfach vom Netz nehmen. Das ist genau das, was die Luzerner Kantonalbank letzte Woche gemacht hat. Sie haben schlicht und einfach mal die Webseiten abgeschaltet, damit sie können andere Sachen davor bewahren können. Wir können anfangen, eben die entsprechenden Pattern etablieren und nachher selbstverständlich noch unsere Applikation anpassen, wenn das nötig ist, wenn es ein Angriff war auf Layer 7. Ganz wichtig an dieser Stelle, wir müssen es nachher auch wieder testen. Wir müssen versuchen, dass wir so einen Angriff irgendeiner Form simulieren können, um zu schauen, ob die Massnahmen, die wir getroffen haben, auch in irgendeiner Form die Wirkung tätigen. Das wäre noch die letzte Folie. Wir haben jetzt ein bisschen weit über IoT geredet. Wie gesagt, sehr oft sind das IoT-Geräte, die sich also Botnets beteiligen. Wegen dem müssen die detailliert geschützt werden. Wie ihr die genau schützt im Detail, da gibt es einen ganzen Vortrag von meinem Kollegen von vor 2 Jahren. Dort ist es explizit auf IoT, um IoT-Sicherheit gegangen. Den Vortrag den findet ihr ebenfalls im Internet als Aufzeichnung, wenn euch das interessiert. Aber ganz kurz gesagt, ich möchte verhindern, dass mein IoT-Gerät überhaupt Teil des Botnets werden kann. Wie mache ich das? Es geht ganz einfach darum, ich muss das Gerät kennen. Es macht keinen Sinn, dass meine Webcam, die ich bei mir daheim habe, dass die via UDP-Traffic im Internet sämtliche IPs ansprechen kann. Das macht absolut keinen Sinn. Meine Webcam die hat meistens irgendeine Cloud-Verbindung. Die Cloud-Verbindung ist genau parametrisiert mit dem Port, mit der Adresse, wo die muss hergehen muss. Und wenn ich das Firewall-technisch so einschränke, dann habe ich zumindest schon mal verhindert, dass wenn meine Firewall in irgendeiner Form kompromittiert wird, dass sie überhaupt rauskommunizieren kann und an so einem Angriff teilnehmen kann. Selbstverständlich, Limitierung von Zugängen. Ja, ich weiss, es ist cool, wenn ihr hier mit der App könnt auf eure Kamera daheim direkt zugreifen oder auf euren Kühlschrank oder was auch immer. Das sollte aber wenigstens nicht mit dem Pass, mit dem Standardpasswort gesichert sein. Das heisst, man sollte die Zugänge in irgendeiner Form limitieren. Wie auch immer, sicher Standardpasswörter auswählen. Und eventuelle Möglichkeit im Geschäftsumfeld ist, solche Devices mit einer Mikrosegmentierung zu versehen, dass die komplett für sich alleine sind. Der unterste Punkt, den müsst ihr schon fast wieder ein bisschen relativieren. Vorsicht vor bei Geräten aus fragwürdigen Quellen. Ein IoT-Device, das sollte man eigentlich immer so behandeln, wie wenn es aus fragwürdigen Quellen wäre. Weil man weiß schlicht und einfach nicht, was für Sicherheitsmaßnahmen sich der Hersteller dort überlegt hat, wo er das Gerät produziert und in Vertrieb gebracht wurde. Bei Rechner, zum die schützen, das ist ganz normal. Also da, um einen Rechner vor Botnetzbefall zu beschützen, muss ich den Rechner eigentlich so schützen, wie ich ihn vor normaler Malware schütze. Das ist ja nichts anderes als ein normales Stückchen Malware. Das sind die klassischen, Vektoren, die ich da berücksichtige. Mit Antivirus, mit regelmäßigen Updates und so weiter und so fort. Ich denke, somit wären wir am Ende von dieser Präsentation. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich habe gehört sagen, man macht sich bei den Leuten beliebt, wenn man ein bisschen kleiner fertig ist in der letzten Session als der Kollege nebenan. Weil ich habe gehört sagen, es gäbe noch ein Apero. Selbstverständlich tue ich sehr gerne noch Fragen beantworten. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Merci vielmals. Keine Frage. So siebte Frage, Botnetz mit 8000 Geräten, 9000 Geräten, ist das viel, ist das wenig? Die 8000 Geräte, die wir hier gesehen haben, das ist das, was gekommen ist mit dem kostenlosen Account. Wie gesagt, der Anbieter von diesem Botnetz der behauptet, dass er Attacken mit 225 GB kann fahren. Ich habe keine Ahnung, wie viele Clients das Deko wären, aber man könnte sie etwa aufrechnen. Von dem her gesehen, nein, es gibt hier definitiv Botnets, die sind viel grösser. Wir haben hier Freeware quasi und dementsprechend natürlich auch massiv leistungsfähiger. Das sind 10'000 bis 100'000 von Geräten, die hier hauptsächlich betroffen sind von so etwas. Ja? Das ist die längste DDoS-Attacke, die Sie dokumentiert gesehen haben. Die längste DDoS-Attacke, die ich dokumentiert gesehen habe, ich weiß nicht, ob es noch eine längere gab, aber in einem Report war eine drin, die ging irgendwie um die 3-4 Tage. Und das ist dann schon,
Also erst einmal, wenn man 3-4 Tage braucht, bis man dann die entsprechenden Mittel gefunden hat, sowas zu mitigieren, dann hat man auch ein Problem bei sich in der Organisation. Aber das dann schon, wenn man 4 Tage mal vom Netz weg ist, das tut weh. Ja? Ist es nicht auch so, dass wir jetzt gesehen mit 1,7 Tera, wie das gesehen, mhm, wegen so einer grossen Angriff daherkommt, sind ja die meisten Anschlüsse schon überfordert mit der Request, ohne dass mein Server darauf antworten muss oder so, oder wenn ich es blocke auf der Firewall. Mhm. All die IPs, die ja das Volumen oder die Anfrage so gross, dass mein Anschluss zu 99% weniger. Das ist genau das, ja, richtig. Es hat, also ich tue die Frage vielleicht noch schnell fürs Video repetieren. Deine Frage war, wenn jemand mit 1,7 Terabyte kommt, wie man das überhaupt noch kann handeln. Das war so ganz kurz die Frage. Es ist tatsächlich so, viele von euch kennen vielleicht den Blog von Brian Cripps, Sicherheitsforscher von Amerika. Er macht sich manchmal gerne ein bisschen. Er macht sich gerne einen Haufen Feinde, indem er dokumentiert, was die bösen Leute im Internet alles machen. Und er ist im letzten Jahr attackiert worden auf seinem Blog. Er hat gewisse Schutzmechanismen gehabt für seinen Blog. Er ist attackiert worden von jemandem, den er offenbar in seinem Blog veröffentlicht hat. Mit einer DDoS-Attacke von Grössenordnung 600 Gigabit. Und sein Provider hat ihm nachher gesagt, sorry, das können wir schlicht und einfach nicht mehr handeln. Er ist dann zu, ich glaube, es ist Akamai oder Cloudflare gegangen und hat seinen Blog über Akamai oder Cloudflare hosten. Und sogar die haben müssen sagen, sorry, das geht nicht, wir müssen, du musst weg, das geht nicht. Er ist schlussendlich von Google gehostet worden. Google hat auch ein Projekt für DDoS Protection und die haben das können handeln. Schlussendlich. Ja, es ist so, definitiv. Also, man hat ein riesiges Problem und wenn da hunderte von Gigabiten herkommen, dann hilft oftmals wirklich nur noch einfach mal temporär den Service abzuschalten und zu warten, bis das Ganze vorbei ist, weil man weiss, eben mehr als 3-4 Tage wird es potenziell nicht kommen. Aber es tut weh, finanziell und reputationsmässig auf jeden Fall. Ja, in dem Sinn. Denke ich, werde ich das hier nicht in die Länge ziehen. Falls noch Fragen bestehen, ich stehe sehr gerne natürlich auch noch zur Verfügung im Kaffee draussen. Bedanke mich nochmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen guten Tag.